Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung an die Assoziatione delle Talpe. Ich bin jetzt das dritte Mal hier und das ist diesmal eine Veranstaltung, die für mich einen etwas anderen Charakter hat als die anderen. Wenn ihr da hinten mich akustisch nicht versteht, meldet euch, dann versuche ich lauter zu sprechen. Ich habe ein bisschen Probleme, weil ich Heuschnupfen habe und das ein bisschen bei mir hier runterzieht, aber ich will versuchen, möglichst laut zu reden. Also für mich hat diese Veranstaltung heute einen etwas anderen Charakter als die beiden anderen, und zwar deswegen, weil die Auseinandersetzung mit Anthroposophie und mit der Freiwirtschaftslehre und ihren Weiterungen, Spurenelementen in sozialen Bewegungen etwas ist, was ich so als innerhalb einer arbeitsteilig operierenden Linken als bescheidenen Beitrag zur antifaschistischen Recherche und Aufklärung betrachtet habe. Zwei Themenkomplexe, zwei Ideologien, wo ich mich mit Grausen abwende, während heute Abend der Fall etwas anders gelagert ist, insofern als ich eigentlich, seit ich mich so im zarten Alter von 15, 16 angefangen habe, für Politik zu interessieren, mich als dann sozusagen als Linker politisch sozialisiert worden bin oder mich sozialisiert habe, immer eine Begeisterung für den Anarchismus hatte, insbesondere natürlich für die spanische CNT. Auf der anderen Seite mir aber auch ziemlich schnell die Grenzen klar geworden sind. Und wenn man zum Beispiel das Buch von Mary Bookchin liest über die spanischen Anarchisten, die ja für ihn dann mit dem Bürgerkrieg sozusagen den Höhepunkt und Endpunkt einer revolutionären Entwicklung ausmachen, die er beginnen lässt mit der Glorious, noch vorher mit der englischen Revolution, Mitte des 17. Jahrhunderts, und wo er dann sagt, also das ist der Abschluss Mitte des 20. Jahrhunderts, das ist das Ende des proletarischen Sozialismus für Bookchin. Und wenn man dann dieses Buch liest, dann sieht man aber schon, wie hin und her gerissen er eigentlich ist, weil auf der einen Seite kritisiert er immer wieder innerhalb dieses spanischen Anarchosyndikalismus diejenigen Gruppen und Strömungen, die anfangen, gerade auch weil sie eine Massenbewegung sind, weil sie große Streiks organisieren können, anfangen zu überlegen, ob es nicht doch Prinzipien hin oder her möglich sein könnte, den ein oder anderen Deal abzuschließen mit Arbeitgebern, Tarifverträge. Es gibt die Diskussion, ob man vielleicht bei der ein oder anderen Wahl dann doch sich beteiligt, als die linke Volksfront verspricht, eine Amnestie für politische Gefangene zu machen. Und natürlich kritisiert Bookchin solche reformistischen Tendenzen. Aber auf der anderen Seite merkt man in dem Buch ganz deutlich, dass er eigentlich nicht so richtig was anzubieten hat. Weil wenn man immer wieder diese Bauern abfeiert, die sich in spanischen Dörfern gegen ihre Unterdrücker erheben und am Ende von der Guardia Civil zusammengeschossen werden, dann ist es nicht unbedingt eine erfolgversprechende strategische Perspektive. Und ein bisschen so bleibt er eigentlich in diesem Zwiespalt drin. Und ein bisschen, ich kann es gut nachvollziehen, mir geht's auch so. Für mich war dann auf der anderen Seite immer auch spannend eben die marxische Kritik der politischen Ökonomie. Und deswegen ist für mich eigentlich bis heute so, dass ich bestimmte soziale oder sozialistische Strömungen des Anarchismus auf der einen Seite und bestimmte antiautoritäre Strömungen des Marxismus nicht als feindliche Brüder sehe, so wie das dieser bekannte Buchtitel von dem Philipp Kellermann sagt, sondern eher als was, was bei allen Differenzen und Diskussionen, die es da sich ergeben mag, irgendwie zusammengehört. Und das ist auch so ein bisschen eigentlich der Spirit, mit dem ich mich jetzt diesem Thema hier genähert habe, was zum einen Ausfluss ist einer bestimmten Auseinandersetzung mit David Graeber und zum anderen in der Zeit, als ich dieses Buch über die Freiwirtschaft geschrieben habe, nochmal zu entdecken, dass es eben auch gerade im deutschsprachigen Anarchismus einen quantitativ wie stark auch immer einzuschätzenden Flügel gibt, der diese Freiwirtschaft propagiert, was ich für sehr negativ halte. Und das dritte war die deutsche Übersetzung von diesem Schinken hier, Black Flame, den ich ganz spannend finde. Also das sind so ein bisschen die Eckpunkte dessen, worüber ich heute sprechen möchte.
Ich fange an mit ein paar Thesen zum Einstieg. Für mich ist Anarchismus ein wertvolles Gegengewicht gegen staatsfixierte, sozialdemokratische bis leninistische Strömungen. Und diese Rolle spielen Anarchisten immer dann, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenz besinnen. Das grundsätzliche Misstrauen, die Kritik, die Ablehnung von Hierarchien und Bürokratien, von formellen und informellen Herrschaftsstrukturen, von staatlicher Herrschaft, auch in Gestalt von bürgerlich-demokratischen parlamentarischen Systemen. Andererseits ist Anarchismus eine Gefahr für emanzipatorische Bestrebungen immer dann, wenn bestimmte Anarchisten auf ihrer Kerninkompetenz beharren, nämlich ihrem Unverständnis kapitalistischer Akkumulation und stattdessen auf verkürzte Erklärungen zurückgreifen. Zu dieser gefährlichen Tendenz zählt auch das, was Mary Bookchin vor fast 20 Jahren schon als Lifestyle-Anarchismus kritisiert hat, also diese individualistische Richtung, die auf Stirner oder gar Friedrich Nietzsche zurückgreift, die Propagandisten des Elitären. Dazu kommt der Anarchismus der Beliebigkeit, wie ihn etwa David Graeber verkörpert. Das ist die Sorte von Anarchismus, den das deutsche bürgerliche Feuilleton liebt und die Kulturindustrie allzu gern vereinnahmt. Für uns als radikale Linke sind dagegen die sozialistischen Tendenzen im Anarchismus interessant. Also das, was man so unter den Stichworten Anarchokommunismus und Anarchosyndikalismus zu finden, ist auch da, muss man sich allerdings mit bestimmten Vorstellungen auseinandersetzen, die, was vielleicht etwas paradox scheinen mag, durchaus mit bestimmten Vorstellungen im Traditionsmarxismus konform gehen, insbesondere die Auffassung von der Arbeiterklasse als dem historisch vorherbestimmten revolutionären Subjekt oder auch hier wieder bestimmte verkürzte Analysen von Kapitalverhältnissen. Ja, Frage ist eigentlich immer, warum beschäftigen wir uns mit solchen Fragen? Warum kommt ihr zu so einer Veranstaltung heute Abend statt? Bei euch gibt es keine Biergärten, aber ich glaube an der Wiesa kann man auch ganz gut einen netten Abend verbringen. Warum kommt ihr also zu so einer Veranstaltung? Warum lernt man so alte Geschichten auf? Da gibt es eine schöne Anekdote von Enrico Malatesta und Armando Borghi, zwei italienischen Anarchisten, die es beide stets abgelehnt haben, ihre Memoiren zu schreiben. Der Malatesta hat gemeint, er habe eigentlich Wichtigeres zu tun, nämlich für die Revolution zu arbeiten, statt seine Erinnerungen aufzuschreiben. Und noch schärfer reagierte sein Freund Borghi, der nach dem Ersten Weltkrieg Sekretär der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft in Italien war, der sagte nämlich, was schert mich die Geschichte? Auf die Zukunft muss man achten und nicht auf die Vergangenheit. Angeblich hat der Historiker Salvemini Borghi überzeugt, sich das nochmal zu überlegen. Und zwar mit dem Hauptargument, wenn wir unsere Geschichte nicht selber schreiben, dann tun es unsere Gegner. Und das wollte Borghi natürlich auf keinen Fall. Mir scheint ein anderes Argument von diesem italienischen Historiker wichtiger, nämlich die zugegebenermaßen, für mich jedenfalls etwas triviale Erkenntnis, wie er es formuliert hat, die Zukunft ist der Spross der Vergangenheit und wer die Vergangenheit nicht achtet, der muss immer wieder von vorn anfangen. Historische Aufarbeitung verhindert, dass Bewegungen und Protagonisten in Vergessenheit geraten. Sie zeigen uns aber auch, dass Geschichte nicht alternativlos abläuft. Wir können aus Erfolgen und Niederlagen lernen, wenn wir Geschichte nicht als Steinbruch für Identitäts- und Traditionsstiftung missbrauchen oder Säulenheilige kreieren. Reflektiertes empirisches Material sowohl der aktuellen wie der historischen, ökonomischen, sozialen, politischen, kulturellen Entwicklungen gehört zur Grundlage von jeder Theorie. Und meiner Meinung nach gibt es eigentlich nichts Praktischeres als eine gute Theorie, die auf die Höhe ihrer Zeit ist, weil sie im Idealfall Orientierung bieten kann, Hinweise für eine effektive Praxis, aber auch Hinweise, wenn es gelegentlich angeraten ist, sich von der Praxis fernzuhalten.
Wir haben zwei zentrale Widersprüche, die wir einerseits begreifen müssen in ihren Ursachen, ihren Wirkungen und andererseits Wege zu finden, wie man diese Widersprüche auflösen kann. Das ist einmal sehr allgemein gesprochen die Situation, dass wir einen Grad von Produktivität erreicht haben, der es ermöglichen würde, jedem Menschen auf diesem Planeten ein angenehmes, materiell sorgenfreies Leben zu ermöglichen, zu einem Bruchteil der heute notwendigen durchschnittlichen Arbeitszeit. Also etwas, was auch der Kropotkin schon als eine wichtige Voraussetzung einer befreiten kommunistischen Gesellschaft gesehen hat. Andererseits ist die Realität eine ganz andere. Massenhafte Erwerbslosigkeit, miserable bis mörderische Arbeitsbedingungen, Löhne, die kaum zum Leben reichen, Millionen von Menschen, die in Slums und Lagern vegetieren. Nur eine Zahl: auf der einen Seite verhungern jeden Tag etwa 20.000 Kinder auf diesem Planeten. Auf der anderen Seite akkumuliert eine kleine Schicht auf diesem Planeten einen ungeheuren Reichtum. Das ist ja das, was der Thomas Piketty in seinem Bestseller beschreibt, der jetzt ein bisschen irreführend als das Kapital des 21. Jahrhunderts gefeiert wird. Andererseits, das ist der zweite große Widerspruch, haben wir gesicherte Erkenntnis, dass die gegenwärtige Wirtschaftsweise die ökologischen Grundlagen nicht nur des menschlichen Lebens auf diesem Planeten zerstört, und andererseits schreitet dieser Prozess immer weiter voran. Auf diese grundlegenden Widersprüche gibt es vier Antworten, also idealtypisch vier Antworten. Die erste Antwort ist zu sagen, muss man nur abwarten. Der Kapitalismus ist die bestmögliche Wirtschaftsweise. Hilfsweise ist die einzig mögliche, weil Alternativen nicht funktionieren oder weil der Mensch ein Egoist ist. Aber eigentlich regelt der Markt alles optimal. Und bei permanentem Wirtschaftswachstum wird in so einem Trickle-Down-Effekt irgendwann jeder und jede auf diesem Planeten wenigstens ein bisschen davon profitieren. Und am Ende würden unter Marktbedingungen auch noch die entsprechenden Technologien entwickelt, um ökologische Schäden zu minimieren oder zu reparieren. Die zweite Haltung ist die zu sagen, nein, der Markt regelt nicht alles optimal. Es braucht eine staatliche Regulierung, Konjunkturprogramme, Wohlfahrtsstaat, Vorgaben für Banken und Industrie oder einen Green New Deal mit Auflagen zum Schutz der Umwelt, Anreize für neue Technologien und Produkte, Effizienzsteigerungen und so weiter und so weiter. Das ist das, wofür die Grünen stehen, wofür die Keynesianer der verschiedensten Richtungen stehen. Also das, was auch in der Globalisierungskritik und bei Attac dominiert. Die dritte Antwort sind die verschiedenen regressiven Bewegungen, Neonazismus, Populismus, religiöser Fundamentalismus, verschiedene Spielarten des Antisemitismus, auch innerhalb der Linken. Und die vierte Antwort, und die ist meiner Meinung nach im Moment global völlig marginal, das ist eine radikal emanzipatorische Perspektive, also die Perspektive einer befreiten Gesellschaft jenseits von Kapital, Staat und Nation. Für diese Situation, also den Umstand, dass die radikale Linke völlig an den Rand gedrängt ist, gibt es zwei Gründe, meiner Meinung nach. Das ist einmal die ungeheure Dynamik des Kapitalismus, für den Krisen normal sind und dessen Entwicklungsform der bürgerliche Ökonom Schumpeter als permanente schöpferische Zerstörung beschrieben hat. Was natürlich sehr zynisch ist, weil es einhergeht mit enormem Elend und Zerstörung, einschließlich Krieg. Und selbst konjunkturelle Aufschwünge sind ja für Millionen von Menschen katastrophal. Gleichwohl haben sich an dieser Dynamik sämtliche Zusammenbruchstheorien, aber auch die Rede von einem Untergang der Zivilisation, den das unsichtbare Komitee heraufziehen sieht, schon blamiert. Die Entfaltung der Produktivität, die einherging mit einer gewaltigen Zunahme an Gütern und Dienstleistungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch der Zwang, diese potenziellen Mehrwertträger zu verkaufen, haben dazu geführt, dass sich der materielle Lebensstandard von Mittelschichten und Teilen der Arbeiterklasse, zumindest in den Zentren des Kapitalismus, aber auch für bestimmte Segmente dieser Gruppen in der Peripherie, deutlich erhöht haben. Und das heißt, dass sie im Gegensatz zu dem Diktum von Marx durchaus deutlich mehr zu verlieren haben als ihre Ketten. Der zweite Grund liegt darin, dass eigentlich sämtliche großen strategischen Entwürfe der Linken gescheitert sind. Sicher gab es Erfolge,
Eigentlich trugen alle Ansätze mit dazu bei, räumlich, zeitlich, personell begrenzt, bestimmte Verbesserungen für eine bestimmte Anzahl von Menschen zu erreichen. Und man muss ziemlich dünkelhaft oder privilegiert sein, wenn man das gering schätzt. Dennoch bleibt als Bilanz, dass gemessen an den Ansprüchen, eine neue befreite Gesellschaft aufzubauen, alle Fraktionen der Linken und radikalen Linken gescheitert sind. Idealtypisch, natürlich gibt es Abwandlungen, Überschneidungen, Kombinationen, gibt es 5 Strategien. Das ist der sozialdemokratische Weg über Wahlerfolge, parlamentarische Regierungsarbeit, Reformen durchzusetzen und schließlich, das war die Doktrin der Zweiten Internationale, einen qualitativen Sprung in eine nachkapitalistische Gesellschaft oder in den Sozialismus zu schaffen. Wobei die Vorstellung bei Leuten wie Kautsky natürlich war, dass sozusagen die Entwicklung der Produktivkräfte einen mehr oder weniger automatisch in diese befreite Gesellschaft bringen würde. Zweite strategische Option, der leninistische Weg, mittels einer Kaderpartei die politische Macht in einem Umsturz zu erobern und den Staatsapparat dazu zu benutzen, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Das ist die Perspektive, die Marx selber zusammen mit Engels im Kommunistischen Manifest entwickelt. Das ist aber auch die Perspektive von Blanqui, einem Revolutionär des 19. Jahrhunderts, und dann eben von Lenin. Das dritte ist der Aufbau von Genossenschaften, kooperativen, selbstverwalteten Betrieben, Alternativprojekten, wie immer man es nennen mag. Und zwar jetzt nicht nur, um unmittelbar den Beteiligten eine etwas bessere Situation zu ermöglichen, sondern auch mit der Perspektive, durch ihre allmähliche Vernetzung die existierende Gesellschaftsordnung zu überwinden. Viertens, der anarchosyndikalistische Weg mit Gewerkschaften als Kampforganisationen und zentralen Institutionen einer künftigen Gesellschaft, die mit direkter Aktion, Sabotage, Generalstreik und Aufstand die alte Gesellschaft überwindet. Und schließlich, letzter Punkt, der bakunistische Weg, der allgemeine Aufstand, vorbereitet durch eine kleine Gruppe bei Bakunin, einen Geheimbund, gefolgt von einem direkten Übergang in eine herrschaftslose, klassenlose Gesellschaft. Meiner Meinung nach war Bakunin bei diesem Weg stark inspiriert durch bürgerliche und linke Radikale in Italien, die genau mit dieser Strategie versucht haben, die italienische Einigung und dann auch die Republik durchzusetzen. Betrachten wir das kurze 20. Jahrhundert, wie es der Eric Hobsbawm genannt hat, also die Epoche zwischen Oktoberrevolution und Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in Osteuropa, dann umfasst dieser Zeitraum ziemlich genau Aufstieg und Niedergang der reformistischen Sozialdemokratie, von der Übernahme von Regierungsämtern, Aufbau von Wohlfahrtsstaaten in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu deren Demontage, die sich dann auch in der programmatischen Wende der Sozialdemokratie zum Neoliberalismus, Stichwort Blair-Schröder-Papier, gezeigt hat. Am Ende dieser Periode hatte sich der Kapitalismus und eine neoliberale, marktradikale Politik weltweit und scheinbar alternativlos durchgesetzt. Das ist das berühmte Ende der Geschichte. Der sozialdemokratische und der genossenschaftliche Weg haben sich meiner Meinung nach als Illusion erwiesen. Der leninistische Weg endete in brutalen Diktaturen. Die Zentralverwaltungswirtschaften des real existierenden Sozialismus sind letztlich implodiert. Die kommunistischen Parteien in China und Vietnam haben daraus die Erkenntnis gezogen, dass es besser ist, mit dem Kapital zu kooperieren, sprich eine nachholende Industrialisierung durchzuführen und dafür als Gegenleistung billige Lohnarbeit zu frühkapitalistischen Bedingungen anzubieten. Der anarchosyndikalistische und bakunistische Weg sind äußerlich an der militärischen Überlegenheit ihrer Gegner gescheitert. Davon abgesehen hat Bakunins Konzept des Geheimbundes meiner Meinung nach gefährliche autoritäre Implikationen. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Also Fazit, alle diese großen Strategien sind auf die eine oder andere Weise gescheitert, auch an ihren eigenen Unzulänglichkeiten. Insofern würde ich sagen, dass die Linke, die radikale Linke, vor einem Neuanfang steht in gewisser Hinsicht und die Frage ist, was der Anarchismus dazu beitragen kann.
Zunächst muss man festhalten, dass der Anarchismus derzeit durchaus schick sein mag, aber dennoch sind anarchistische Gruppen so marginal wie andere Fraktionen der radikalen Linken, auch wenn Anarchisten etwa in Griechenland eine gewichtigere Rolle spielen oder in Osteuropa, in Russland, wo marxistische Ansätze besonders stark diskreditiert sind, naheliegenderweise eine wichtigere Rolle spielen. Wichtiger ist, glaube ich, dass bestimmte Momente, basisdemokratische, antiautoritäre Prinzipien, Aktionsformen, Organisationsweisen seit Jahrzehnten in sozialen und linken Bewegungen verbreitet sind. Es reicht von Teilen der Bürgerrechtsbewegung in den USA über Linksalternative und Autonome bis hin zu den Zapatistas. Letzter Höhepunkt eines anarchistischen Revival waren die Occupy-Proteste. In diesen aktuellen Bewegungen bilden sie meiner Meinung nach, das habe ich am Anfang schon gesagt, ein Gegengewicht zu staatsfixierten Befreiungsnationalisten, Antiimperialisten und ML-Sekten, wo es ja durchaus beängstigende Vorstellungen gibt in diesem globalisierungskritischen, linken, antiimperialistischen Spektrum, wo einige meinen, kapitalistische Schwellenländer wie Indien und Brasilien, Entwicklungsdiktaturen wie Russland und China oder der Iran mit seiner militant antisemitischen Führung wären die neuen Hoffnungsträger der Emanzipation. Auf internationaler Ebene gab es dieses antiimperialistische Bündnis Venezuela-Iran. Für ähnlich abstrus halte ich die zutiefst antiamerikanische Idee von Antonio Negri, die von Deutschland dominierte EU als Multitüd gegen ein von den USA beherrschtes Empire in Stellung zu bringen. Bezeichnend ist auch, dass in der globalisierungskritischen Bewegung die Entwicklungen in Brasilien, Venezuela, aber auch Bolivien und Ecuador samt den entsprechenden Trägern, also linken Parteien und Bewegungen, zunächst als Sozialismus des 21. Jahrhunderts abgefeiert worden sind, aber bis heute es eigentlich kaum eine kritische Reflexion darüber gibt. Soviel also erstmal zu den positiven Aspekten, die Anarchisten und anarchistische Prinzipien in der Linken heute spielen. Auf der anderen Seite komme ich jetzt damit verbunden auch zu den Aspekten, die ich als negativ bewerten würde. Prominent vertreten von David Graeber, der ja als Mastermind von Occupy und Vorzeigeanarchist auch durchs hiesige Feuilleton gereicht wurde. Und wo ich sagen würde, das ist eigentlich eine Richtung, die so einen gewissen Neoproudhonismus vertritt. Zentral für diese Richtung sind meiner Meinung nach zwei falsche Vorstellungen. Erstens, sie halten Kapitalismus und Marktwirtschaft für zwei grundverschiedene Wirtschaftsformen. Und zweitens, die Vorstellung, es gäbe einen Gegensatz zwischen einem dominanten Finanzkapital und einem parasitär ausgebeuteten Realwirtschaft, wobei dann diese Struktur auch noch personifiziert wird, gierige Banker, skrupellose Börsianer. Das ist eine Sichtweise, die ja sehr weit verbreitet ist, die auch von Sozialdemokraten und Gewerkschaftern gepflegt wird, Stichwort Heuschrecken, aber auch von Linken, die sich als Marxisten verstehen, zuletzt Elmar Altvater in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Das ist eine Sichtweise, die auch in den Medien aufgegriffen und verbreitet wird und auch einem gewissen Unbehagen in der Bevölkerung entspricht, die sich insbesondere dann in der Wirtschaftskrise 2008 gezeigt hat. In der anarchistischen Tradition gingen solche Vorstellungen auf Proudhon zurück, diesen französischen Anarchisten aus dem 19. Jahrhundert. Und Proudhon ist eigentlich bis heute bekannt und berühmt durch diesen Satz, Eigentum ist Diebstahl. Gott ist das Übel, die beste Regierung ist die Anarchie. Zitat Ende. Das sind Parolen, die Proudhon um 1840 mit einem Schlag in ganz Europa berühmt gemacht haben. Marx war begeistert zunächst mal und Proudhon genoss fortan den Ruf eines gefährlichen Umstürzlers, den er auch selber kultiviert hat, obwohl er später dann gelegentlich eingeräumt hat, dass diese berühmten Sätze eigentlich fürchterliche Formeln sind, die er im Nachhinein bedauert. Denn diese Formeln, die bis heute gerne zitiert werden,
täuschen darüber hinweg, dass Proudhon nicht so sehr ablehnte wie kommunistische und sozialistische Vorstellungen und dass er eine bestimmte Form von Eigentum vehement verteidigt hat. Eigentum, sagt er, soll bloß nicht missbraucht werden. Die Arbeiter sollen einen gerechten Anteil bekommen. In dem Buch Systeme der ökonomischen Widersprüche oder Philosophie des Elends von 1846, das ist die Schrift, auf die Marx dann antwortet, sagt er, und das hört sich jetzt schon ganz anders an als die berühmte Parole von Eigentum ist Diebstahl, da sagt er, Zitat, das Eigentum ist eine Institution der Gerechtigkeit und Eigentum ist Diebstahl. Aus all dem geht hervor, dass eines Tages das umgewandelte Eigentum eine positive, soziale und wahrhaftige Idee sein wird, ein Eigentum, das das alte Eigentum abschafft und für alle gleichermaßen wirksam und wohltätig sein wird. Also wenn man es jetzt vergleicht, 1840, die klare Ansage, Eigentum ist Diebstahl, und hier dann dieser Eiertanz ein paar Jahre später, naja, bisschen positiv ist es doch, wir wandeln es etwas um und dann kommt für alle was Tolles raus. Es gibt noch eine andere Schrift, Theorie des Eigentums, 1865 posthum erschienen. Da eiert Proudhon erstmal auch wieder rum und sagt, Eigentum ist rücksichtslos und egoistisch, weil es wucherisch agiert, die Bürger beraubt und die Landwirtschaft schädigt. Aber aufgrund seiner absolutistischen Macht sei Eigentum auch das einzige und, ich zitiere jetzt, natürliche notwendige Gegengewicht zur Staatsgewalt. Die Instanz, die die Staatsräson kontrolliert und begrenzt und damit der einzige Garant der Freiheit. Also hier wird ein Gegensatz aufgemacht zwischen privatem Eigentum und Staat. Da ist Anarchismus dann die Doktrin des Privateigentümers, der sich gegen den Staat schützt. Sehr nahe dran an liberalen Vorstellungen. Konsequent lehnt Proudhon die Demokratie im Sinn von allgemeinem Wahlrecht ab und vertritt in diesem Text eigentlich die sogenannte republikanische Auffassung des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Sprich, es darf kein allgemeines Wahlrecht geben, sondern nur eine begrenzte Anzahl von Männern mit einem bestimmten Eigentumsumfang, sei es jetzt Einnahmen, Geld oder Grundeigentum, sollen Wähler sein dürfen. Und er sagt, ein Wähler ohne Eigentum ist so wertlos wie eine Armee von Rekruten ohne Waffen. Die Wählerstimme repräsentiere nur Macht, wenn sie auf Eigentum basiere. Das ist jetzt nicht ganz verkehrt als Beschreibung, aber für ihn ist es sozusagen das, was er sich vorstellt. Also auch hier sehen wir eigentlich sehr wenig von einer wirklich fundamentalen Kritik des Eigentums, sondern Proudhon nimmt ja eigentlich eine grundsolide, bürgerlich-liberale Position ein. Noch kurz vor der französischen Februarrevolution von 1848 beschwört er seine Freunde, sich nicht einzumischen. Als die Revolution ausbricht, verfasst er ein sogenanntes revolutionäres Programm, das ihn als vollendeten Reaktionär zeigt. Er plädiert für die Todesstrafe, gegen das allgemeine Wahlrecht, gegen den Kommunismus und gegen die Emanzipation der Frau. Als Prinzipien nennt er Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Eigentum, Zitat, als das Recht über sein Eigentum, den Ertrag seiner Arbeit und seines Fleißes frei zu verfügen. Er lehnt Solidarität unter den Bürgern ab, bekennt sich zu dem liberalen Prinzip laissez-faire, laissez-passer und er entwickelt ein Programm, das auf folgender Krisentheorie basiert, Zitat, alle Krankheit, die heute den Sozialkörper heimsucht, lässt sich auf einen Stillstand, auf eine Störung der Zirkulationsfunktion zurückzuführen. Worauf aber basiert die Zirkulation? Auf Bargeld. Und das Problem sei, dass Geld ein Werkzeug der Spekulation eine Fessel für die Freiheit des Handels ist. Geld arbeitet nicht umsonst und es ist in diesem System der Zirkulation einem ständigen Schwund ausgesetzt. Und darum will Proudhon das Geld abschaffen. Geld ist ein Hemmnis für den Austausch, sagt er, eine Fessel für die Freiheit des Handels und der Industrie, ein überflüssiges Organ, eine Schmarotzertätigkeit, sagt er, und auf Bargeld zu verzichten bedeutet, den Zins zu beseitigen, darauf kommt es ihm nämlich an. Und das ist die erste Fessel der Freiheit, weshalb ich eine Tauschbank vorschlage, um diese Fessel zu sprengen. Diese Tauschbank auf Gegenseitigkeit, da kommt die berühmte Vorstellung vom Mutualismus auch her, soll den direkten Austausch aller Erzeugnisse zwischen den Produzenten zum Herstellerpreis vermitteln. Der Zins soll auf Null sinken. Proudhon geht davon aus, dass dadurch die Produktionskosten verringert, die Herstellung von Gütern angekurbelt und der allgemeine Reichtum vermehrt werden.
Alle Proletarier, sagte, bekommen dadurch einen Anteil, steigen zu selbstständigen Handwerkern und Kapitalisten auf, sodass das Proletariat abgeschafft wird. Also er will das Proletariat nicht abschaffen, indem er die bürgerliche Eigentumsordnung und den Kapitalismus überwindet, sondern indem er die Proletarier selbst zu kleinen Handwerkern, zu selbstständigen Produzenten, letztlich zu Kapitalisten macht. Das Ideal ist eine Gesellschaft, in der es nur noch Kapitalisten gibt und keinen Zins. Er verspricht dadurch eine, ich zitiere jetzt wieder, Herrschaft der Gleichheit, des Austauschs, ohne Privilegien und Schmarotzerei, wo der Produzent den Gegenwert seines Erzeugnisses erhält, während gegenwärtig der Kapitalist durch Monopole und Börsenspekulation den Industriellen ausbeutet. Also Kapitalismus ist für ihn Monopol, Börsenspekulation, aber nicht der industrielle Kapitalist, der eine Fabrik besitzt und menschliche Arbeitskraft ausbeutet. Das ist für ihn kein Kapitalist, sondern das ist ein tätiger Unternehmer. Hier finden wir also schon jene falsche Vorstellung einer Spaltung in ein angeblich wucherisches, raffendes und ein positives, schaffendes Kapital, das später für die völkischen und Nationalsozialisten kennzeichnend ist. Und ganz passend dazu sind Juden für Proudhon Betrüger und Schmarotzer. Zitat: Die Wirtschaftspolitik der Juden ist ganz negativ, ganz wucherisch, das Prinzip des Bösen, Satan, Ahriman, verkörpert in der Rasse des Sem. Sie seien eine Parasitenrasse, die die Welt beherrscht, indem sie Banken, Börsen und die Presse kontrollieren. Die Juden würden Geld als Waffe benutzen, seien unfähig zu ehrlicher Arbeit. Man müsse begreifen, dass der Jude vom Temperament her ein Antiproduzent ist, kein Bauer, ja noch nicht einmal ein richtiger Kaufmann. Proudhon fordert deswegen, alle französischen Synagogen zu schließen. Zitat: Man muss diese Rasse, gemeint sind die Juden, nach Asien zurückschicken oder ausrotten. Auch in Gräbers monumentalem Schuldenbuch spielen vor allen Dingen Geld und Zins eine zentrale Rolle. Gräber presst 5000 Jahre Menschheitsgeschichte in so ein manichäisches Schema rein. Einerseits gibt es humane Ökonomien und auf der anderen Seite gibt es einen Militär-Münzgeld-Sklaverei-Komplex. Also bei Gräber verläuft die Geschichte so, dass sich finstere Perioden, in denen Staaten mit Hilfe von Berufsarmeen herrschen, die sie mit gemünztem Geld bezahlen, abwechseln mit lichten Perioden staatsfreier, überschaubarer Marktwirtschaften, in denen Güter und Menschen auf Kredit gegen soziale Währungen, wie er sie nennt, auf Vertrauen und gemeinsamen Wertvorstellungen basierend getauscht werden. Gräber schreibt, dass in seinen humanen Ökonomien zwar Männer mit Frauen handeln, aber das sei nicht Unterdrückung, Herrschaft oder Ausbeutung. Gräber nennt es Regulierung. Denn wenn ein Mann die Frau, die er kauft, heiratet, übernimmt er ja für sie Verantwortung, schreibt Gräber. Er kaufe die Frau ja auch gar nicht wirklich, sondern nur das Recht auf ihre Nachkommen. Dabei ist genau das ein wesentliches Element patriarchaler Herrschaft. Statt diesen Zusammenhang so zu benennen, betreibt Gräber Schönfärberei. Dass der Mann nicht mit Geld bezahlt, sagt er, sondern mit sozialen Währungen wie Muscheln oder Vieh, belege, dass es sich nicht um einen Kaufakt handelt, weil die nicht monetäre Gegenleistung bloß symbolisch gemeint ist. Also sobald kein gemünztes Geld im Spiel ist, sondern Muscheln, irgendwas anderes, dann ist es für Gräber kein Tauschakt. Dann ist es eine soziale Währung, die auf Vertrauen und Gegenseitigkeit gegründet ist, eine humane Ökonomie. Und eigentlich würde mit der Muschel oder dem Vieh nur symbolisch zum Ausdruck gebracht, dass jede Frau so einzigartig ist, dass sie nicht mit Geld aufgewogen werden kann. Also das nenne ich eine sinnstiftende Veredelung bzw. Beschleierung von Herrschaftsstrukturen und Ausbeutung. Solche Regulierungen, sagt Gräber, würden erst durch Geld und erst durch in Geld ausgedrückte Schulden korrumpiert. Denn nun würden die Schulden messbar durch das Geld, und die Schuldner versenken deswegen in Scham und Elend. Unser Gefühl für Moral und Gerechtigkeit werde auf die Sprache des Geschäfts, moralische Verpflichtungen gegenüber Mitmenschen auf Schulden reduziert. Er spricht von einer unpersönlichen Arithmetik. Also in dem Moment, wo Münzgeld auftaucht, verwandeln sich alle unsere sozialen Beziehungen, die vorher auf Vertrauen und Gegenseitigkeit basieren, verwandeln sich, so nennt er das, in unpersönliche Arithmetik. Und auf einmal tun sich Menschen ganz schlimme Dinge an, sie versklaven sich beispielsweise. Er blendet komplett aus, dass es auch nicht quantifizierbare, nicht in Geld ausgedrückte Verpflichtungen gibt,
die auf Gewalt basieren können, und umgekehrt, dass es Situationen gibt, in denen eine in Geld ausgedrückte Verpflichtung durchaus angenehmer sein kann, gerade weil sie quantifiziert und damit auch begrenzt ist. Also man könnte jetzt in diesem Schuldenbuch, was so unglaublich hoch gelobt worden ist, jede Menge solcher Punkte nochmal aufgreifen, wenn er zum Beispiel über das indische Kastensystem sagt, naja, so schlimm war das ja gar nicht. Die Leute waren zwar am Rande, die Unberührbaren, aber im Mittelalter, er verwendet den Begriff Mittelalter für eine bestimmte Epoche, unabhängig davon, ob es jetzt Europa, Asien, Amerika ist. Im Mittelalter, sagt er, sei die Stellung der Unberührbaren im Kastensystem erträglicher gewesen, weil die lokalen Grundherren nicht annähernd so harte Forderungen erhoben wie die früheren Regierungen, also weil es kein Geld gab. Da kommt wieder diese Vorstellung mit rein, das Geld, gemünztes Geld ist das eigentlich Negative. Im Mittelalter hätten die dörflichen Gemeinschaften in Indien den Staat in Schach halten können. Und eigentlich, sagt Gräber, könne man beim Kastensystem ja gar nicht von Ungleichheit sprechen, denn das setze voraus, dass alle Menschen gleich sind. Das wiederum aber sei eine eurozentristische Vorstellung, die im hinduistischen Weltbild so gar nicht existiert. Auf die Idee, den Hinduismus in diesem Kontext als patriarchale Herrschaftsideologie zu kritisieren, kommt er nicht. Ebenso verklärt er das chinesische Kaiserreich und seine konfuzianischen Beamten als Wächter einer prosperierenden Marktwirtschaft. Ich glaube, man muss sich nicht lange darüber aufhalten, dass die chinesischen Bauern im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gegen diese Ausbeutergesellschaft rebelliert haben, die uns Gräber in seinem Buch jetzt als perfekte, idyllische Marktwirtschaft präsentiert. Der Anarchist Gräber lobt die islamischen Staaten des Mittelalters, lobt die Kalifen und Sultane, die gestützt auf den Koran das Zinsverbot durchgesetzt hätten, die Schuldknechtschaft unterbanden und sich ansonsten nicht in die Wirtschaft eingemischt hätten. Ich halte es für einen weiteren Beleg für seine äußerst luftige Argumentation, die Heuchelei und Doppelmoral für bare Münze nimmt. Denn faktisch wurden in islamisch geprägten Ländern Geldverleiher für Kredite Zinsen genommen, so ähnlich wie im modernen Islamic Banking oder auch in eigens gegründeten christlichen Banken im mittelalterlichen Italien. Und dieser Zins wird halt dann als Gebühr oder Aufwandsentschädigung oder Gewinnbeteiligung bezeichnet, aber im Kern geht es um genau das Gleiche. Nicht nur diese Perspektive einer staatsfreien Marktwirtschaft, sondern auch seine Analyse ist falsch. Gräber behauptet, die Welt würde von Finanzeliten mit Hilfe korrupter Regierungen ausgeplündert, und er suggeriert, die Schuldenkrise sei bloß ein besonders schlaues politisches Instrument, mit dem neoliberale Technokraten soziale Bewegungen niederhalten wollen. Er behauptet, nicht mehr die Aneignung von Mehrwert, den menschliche Arbeitskraft im Produktionsprozess schafft und der auf dem Markt realisiert werden muss, sei ausschlaggebend, sondern die Ausbeutung sei in erster Linie auf Machenschaften einer Finanzelite zurückzuführen, die uns Kredite aufschwatzt und in eine moderne Zinsknechtschaft manövriert. Wie alle anderen Vertreter der These, dass Marktwirtschaft und Kapitalismus zwei ganz verschiedene Dinge wären, übergeht auch Gräber den inneren Zusammenhang. Es ist richtig, dass in vielen Gesellschaften, in den meisten historischen Gesellschaften, Produkte auf Märkten ausgetauscht werden. Dieser Marktmechanismus lässt sich mit Sklavenökonomien, mit feudalen Ökonomien, was auch immer, kombinieren. Im Hochmittelalter in Europa bestand, eingebettet in eine feudale Agrargesellschaft, ein marktwirtschaftlicher Sektor, gespeist aus bescheidenen handwerklichen und agrarischen Überschüssen, sowie Textilien und Metallen, die in Lohnarbeit hergestellt wurden. Es gab auch einen Fernhandel für bestimmte Produkte, der große Teile der alten Welt verband. Aber diese Marktwirtschaft, dann verbunden mit einer ziemlich brutalen europäischen Expansionspolitik, entwickelte genau jene Dynamik, die zum modernen Kapitalismus geführt hat. Insofern schon kann man das historisch nicht trennen. Sobald nämlich nicht nur zufällig entstandene wirtschaftliche Überschüsse auf lokalen Märkten angeboten werden, bedeutet Marktwirtschaft immer Produktion von Tauschwerten unter Konkurrenzbedingungen, wobei der Gebrauchswert zwar keine Nebensache, aber nur Mittel zum Zweck ist. Das Bauernlegen ist zentral, das heißt die Enteignung bzw. Vertreibung der Bauern von ihrem Land, das fortan genutzt wird, um Lebensmittel und Rohstoffe für Märkte zu produzieren. Schafe fressen Menschen, so hat es der
Engländer Thomas Morris auf den Punkt gebracht. Das, was historisch in Europa und seit der Kolonialzeit in Übersee stattfindet, hat zur Folge eine ungeheure Verelendung von Menschen und dass diese als potenzielle Lohnarbeiter freigesetzt werden, frei im Sinn von Marx, also frei von eigenen Produktionsmitteln. Bei Gräber ist es ganz anders, während im Kern Marktwirtschaft oder Kapitalismus synonym sind. Lohnarbeit bedeuten als vom Staat und Markt regulierte Ausbeutung von fremder Arbeitskraft, ist Kapitalismus für Gräber Börsenspekulation, undurchsichtige Bankgeschäfte, Monopole und Konzernmacht, Zins und Wucher. Also ähnlich, ich will jetzt Proudhon nicht mit Gräber in einen Topf schmeißen, aber sozusagen die strukturelle Ähnlichkeit besteht darin, dass sie behaupten, Marktwirtschaft und Kapitalismus seien zwei ganz verschiedene Dinge. Kapitalismus ist schlecht, das ist aber eigentlich nur Finanzspekulation, nur Finanzsphäre, nur Zinsnehmen. Und auf der anderen Seite haben wir die Marktwirtschaft von lauter kleinen, ehrlichen, fleißigen Produzenten, wo sich der Staat raushält und wo ehrliche Arbeit vorherrscht und fairer Tausch. Das ist die Ideologie eines kleinbürgerlichen Mittelstandes, von Handwerkern, Händlern, Bauern, eine Weltsicht, die potenziell reaktionär ist. Gräber wendet sich in der Occupy-Bewegung an die Studenten, die überwiegend aus der Mittelschicht stammen und die, weil sie mangels gut bezahlter Jobs ihre Kredite nicht zurückzahlen können, für ihn zum revolutionären Subjekt werden, das gegen die Banken kämpft. Sein Hauptwerk Schulden schmeichelt dieser Klientel insofern, als er Schulden und den Kampf gegen Schulden zum Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte erklärt. Praktisch hat sich dieses Unverständnis darin ausgedrückt, dass wichtige Occupy-Camps eben an der Wall Street oder im Frankfurter Bankenviertel stattfanden. Eine Arbeitsgruppe von Occupy Wall Street sinnierte über eine neue demokratische Bank mit zinsfreiem Geld, als gäbe es keine fast 200-jährige Geschichte der Pleiten mit Tausch- und Arbeits-, Gewerkschafts- und Alternativbanken. Der Kulturphilosoph und Esoteriker Charles Eisenstein, der ebenfalls als Occupy-Vordenker gilt, rügt Wucher und Gier und plädiert für Lokal- und Regionalwährungen, die auf den deutschen Zinskritiker Sylvio Gesell zurückgehen. Und in Ed Busters, dem hippen Magazin aus Kanada, das sich rühmt, Occupy Wall Street initiiert zu haben, wird nun auch für die Theorien von Gesell geworben. Occupy, dessen Basis junge, verunsicherte Akademiker aus der Mittelschicht waren, knüpft damit an allerlei Projekte und Vorschläge aus dem grünen und globalisierungskritischen Spektrum an, die eine Marktwirtschaft konstruieren wollen, in der es umweltfreundlich und fair zugeht. Und für alle diese Richtungen gilt, was Marx einst schon über Proudhon und andere Utopisten gesagte, Zitat, sie wollen alle die Konkurrenz ohne die unheilvollen Folgen der Konkurrenz. Sie wollen das Unmögliche, das heißt bürgerliche Lebensbedingungen ohne die notwendigen Konsequenzen dieser Bedingungen. Im deutschsprachigen Raum zählen zu diesem Spektrum neben den wenigen Occupy-Gruppen Tauschringe, Regionalwährungen, die Transition Town-Bewegung, allerlei Gemeinwohlökonomen und Geldreformer. Und ich denke, dass auch diese neuen Montagsdemonstrationen sich aus diesem Background speisen. Die Szene der erklärten Individualanarchisten, die sich auf Max Stirner und Proudhon beziehen, ist in Deutschland vergleichsweise winzig. Da gehört die Bibliothek der Freien in Berlin dazu, die Max-Stirner-Gesellschaft, sowie die Zeitschrift Espero, die im letzten Herbst ihr Erscheinen eingestellt hat, wo das Andenken an Stirner und Mackay hochgehalten wurde und wo insbesondere der Herausgeber Uwe Timm der Freiwirtschaft anhing. Uwe Timm, dessen politische Karriere beim Jungvolk der Hitlerjugend begann, hielt den Klimawandel immer für eine angelsächsische Erfindung und plädierte für die Nutzung der Atomkraft, natürlich in erster Linie für deutsche Anlagen und deren Export, weil er an deutsche Wertarbeit glaubt. Stirner, der als Begründer dieses sogenannten Individualanarchismus gilt, gab in seinem Hauptwerk Der Einzige und sein Eigentum die Maxime aus, was du zu sein die Macht hast, dazu hast du das Recht.
Sein Lob des Egoismus erinnert an Friedrich Nietzsche, bloß argumentiert Stirner noch nicht biologistisch. Nochmal ein Zitat von Stirner: Was ich mir zu erzwingen vermag, erzwinge ich mir. Und was ich nicht erzwinge, darauf habe ich kein Recht. Noch brüste oder tröste ich mich mit meinen unverjährbaren Rechte. Also worum es eigentlich geht, ist Beute und ist Macht. Und die Grenze ist immer nur da, wo andere mächtiger sind. Eigentlich ist es so, dass Stirner in seiner Pseudo-Rebellion gegen den bürgerlichen Staat das nochmal auf die Spitze treibt, was Kapitalismus ausmacht, nämlich sozialdarwinistischer Kampf jeder gegen jeden. Ähnlich wie Stirner und Proudhon lehnte auch Mackey, dieser deutsch-schottische Anarchist, den kollektivistischen, kommunistischen Anarchismus ab. Wir wollen keine Gütergemeinschaft, gerade die Freiheit des Individuums verlangt das private Eigentum, sagte 1894 in einem Interview, das Espero dann wieder nachdruckte. Passend wurde im gleichen Heft von Espero für die Partei der Vernunft geworben, die gestützt auf Vordenker des Neoliberalismus wie Hayek die Steuern weiter senken und die Sozialversicherung komplett abschaffen. Der ideologische Einfluss solcher individualistischen, für mich eigentlich radikal-liberalen Richtungen des Anarchismus ist schwer messbar. Was ich für bedenklich halte, ist der Umstand, dass es eine ganze Reihe von Sammelbänden über Anarchismus in Deutschland gibt, die in den letzten Jahren erschienen sind, in denen Protagonisten dieser Richtung führend sind. Beispiel: der Band Anarchismus aus der Theoriereihe des Schmetterling Verlages, der bereits in dritter Auflage erschienen ist, und das nachfolgende Sammelwerk Anarchismus 2.0, beide von dem Espero-Mitbegründer Jochen Knoblauch und dem Espero-Autor Hans Degen herausgegeben. Ähnlich auch das von Ilya Trojanow herausgegebene Buch Anarchistische Welten von 2012. In dem Sammelband von Degen und Knoblauch werden, abgesehen von einem einzigen Beitrag eines Anarchosyndikalisten und der lesenswerten Analyse von Jens Kastner über libertäre Momente im Zapatismus, individualistische und proudhonistische Ansätze betont, kommunistische und kollektivistische anarchistische Ansätze dagegen als totalitär diffamiert. Viel Raum bekommen sogenannte Revisionisten. Das sind Anarchosyndikalisten in Deutschland, die sich nach 1945 von antikapitalistischen Positionen verabschiedet haben und für Marktwirtschaft und Eigentum eingetreten sind, also in der Traditionslinie von Proudhon. Sogar für sektenartige Gruppen wie ZEK in Brandenburg und den Stamm Füssen I im Allgäu wird in Beiträgen dieses Bandes geworben. In den Büchern von Trojanow, Degen und Knoblauch fungiert stets Gerhard Senft als Experte für anarchistische Ökonomie, übrigens auch in einem Haufen anderen Sammelwerken. Ich habe gerade in der Bibliothek da hinten gesehen, da ist auch so ein Sammelband, wo der Herr Senft wieder vorkommt. Das ist ein Anhänger von Silvio Gesell. Und er glaubt, trotz der Billionenbeträge, die momentan monetärer Ausdruck einer Überakkumulation von Kapital sind, dass es tatsächlich eine Geldknappheit gibt. Also entsprechend der Theorie von Silvio Gesell, dass Wirtschaftskrisen nur dadurch zustande kommen, dass Leute Bargeld warten. Und Senft wirbt in diesen Beiträgen, in diesen anarchistischen Sammelbänden, ähnlich wie die schon vorgestellte Partei der Vernunft, für eine sogenannte Geldanarchie. Geldanarchie heißt eben nicht, Geld abzuschaffen, sondern jeder soll beliebig viel Geld herstellen und in Umlauf bringen können. Ein Kennzeichen dieses neuen Anarchismus ist, dass er prinzipiell nicht sozialistisch sein will. Gräber preist Anarchismus, ich zitiere jetzt seine Definitionen, preist Anarchismus als Austausch von inspirierenden Visionen, einen Prozess der Reinigung, der Inspiration und des Experiments und eine Art von inspirierendem kreativen Spiel. 2009. Vom klassischen Anarchismus distanziert sich Gräber wegen dessen Militanz. Auf Arbeit an einer kohärenten Theorie meint er im Namen von Praxis verzichten zu können. Trojanow, Herausgeber dieses Sammelbandes, definiert Anarchismus als, wieder Zitat, ein Projekt anhand radikal-demokratischer Prinzipien, einen geeigneten gesellschaftlichen Rahmen für eine größtmögliche individuelle Freiheit zu schaffen, bei größtmöglicher Gleichheit und Gerechtigkeit.
Dieser multidimensionale, flexible, undogmatische Eigenschaft verleiht dem Anarchismus eine immerwährende Aktualität. Im Gegensatz zu Gräber ist zwar das nordamerikanische Netzwerk CrimeThink der Militanz nicht abhold, propagiert aber ebenfalls die Absage an kohärente Theorie, insbesondere an einen sozialistischen Ansatz. In dem Text Für unser Leben kämpfen von 2002, der nach eigenen Angaben in einer Auflage von 500.000 Exemplaren verbreitet ist, heißt es, Zitate wieder, Anarchismus bedeutet, gemeinsam unsere individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Anarchismus bedeutet, miteinander zu arbeiten, nicht für oder gegen jemanden. Okay. Das Ziel sei, dein Selbst keinen äußeren Grenzen zu unterwerfen. Wann immer ihr eine Entscheidung trefft und handelt, ohne auf Anweisungen oder offizielle Erlaubnis zu warten, seid ihr Anarchisten. Das ist jetzt schon ein bisschen dürftig, weil das ist ein Kriterium, das auf den Unternehmerverband, einen faschistischen Schlägertrupp oder einen pogrombereiten Mob auch zutrifft. Die Nähe zu Individualanarchisten wie Stirner wird deutlich, wenn es heißt, Anarchismus ist aristokratisch. Nur sind wir alle die Aristokraten. Wie beruhigend. Eine ähnliche Position hatte übrigens auch schon Emma Goldman vertreten, großer Nietzsche-Fan, die schrieb, alle wahren Anarchisten seien Aristokraten. Meiner Meinung nach ist eine fundierte Kritik und Negation der bestehenden Gesellschaft ein bewusster Akt. Ihr Gegenteil, die inhaltliche Beliebigkeit der Small-A-Anarchism, mit dem Gräber kokettiert, führt auf welchen Umwegen auch immer zur Affirmation der gesellschaftlichen Verhältnisse. Nicht umsonst findet man in diesem Schuldenbuch von Gräber dann das hohe Lied auf die freie Marktwirtschaft, das ich euch vorgestellt habe. Bei CrimeThink wird einerseits Diebstahl und Betrug propagiert und andererseits heißt es wieder aus diesem Text von 2002, wir weigern uns in den Kampf um Trivialitäten wie Eigentum und Autorität einzutreten. Wir sind keine Egalitaristinnen im herkömmlichen Sinn. Ganz im Gegenteil, wir haben genau genommen auch nichts gegen das Eigentum, sondern wenden uns nur gegen die Albernheit, sich über Eigentum zu streiten. Naja, Proudhon wäre, glaube ich, begeistert. Noam Chomsky behauptet, bisschen ähnlich wie Trojanow, Anarchismus beschränke sich darauf, nicht legitimierte Machtstrukturen bzw. illegitime Macht zu überwinden. Er plädiert für einen neuen New Deal, eine keynesianische Wirtschaftspolitik plus Regulierung des Bankensektors. Fairerweise muss man dazu fügen, dass klügere Anarchisten Chomsky zu Recht als Sozialdemokraten einstufen. Nur bürgerliche Journalisten halten ihn für einen Anarchisten. Das ist genau die Sorte, nämlich die Mainstream-Presse liebt. Die FAZ hat vor einiger Zeit den Anarchismus schon gelobt als, Zitat, den Marxismus des neuen Jahrtausends. Das ist was, was Anarchisten wahrscheinlich wahnsinnig nerven wird, der eine neue linke Bewegung überwölbe und dessen Markenzeichen seien Gewaltlosigkeit und eine stärkere ideologische Kreativität. Die Maßstäbe dieses neuen Anarchismus seien sanft und flexibel. Viele Anarchisten würden nicht einmal mehr bestimmte Formen staatlicher Gewalt ablehnen. Und das Prinzip der Kooperation hätten einige Theoretiker so ausgedehnt, dass sogar der Kapitalismus eingeschlossen wird. Insbesondere Gräber wird für diese Flexibilität von der FAZ gelobt, während ansonsten in anarchistischen Milieus oft ein sehr revolutionsfixierter Ton vorherrsche. Gräber selber hat betont, dass Anarchisten früher mal Atheisten gewesen seien, die Kirchen zerstörten, etwa die CNT, die er gar nicht mag, während sich heute spezifisch anarchistische Formen der Spiritualität entwickelt hätten, wie das feministische Heidentum, das pluralistisch, polytheistisch und selbstkritisch wäre. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, dass in einem dieser Sammelbände für bestimmte Sekten geworben wird und auch bei Trojanow in dem Sammelband taucht dann auf einmal Vandana Shiva auf, eine Ikone der Globalisierungskritik, die in ihrem Beitrag den ökologischen Landbau sowie eine positive traditionelle Agrarökonomie in Indien lobt. Im Gegensatz zu früheren Schriften, wo sie wesentlich kritischer war, fehlt in diesem Beitrag ebenso wie in dem Interview mit dem Nazi-Blatt Umwelt und Aktiv, das sie gegeben hat, jede Kritik
an patriarchalen und feudalen Strukturen und den mörderischen Folgen des indischen Kastensystems, die eben auch zur traditionellen Gesellschaft und zur traditionellen Agrarökonomie gehören. Keine Rolle spielen in diesem Text, in diesem anarchistischen Sammelband Eigentumsverhältnisse und Konkurrenz, die bewirken, dass auch Ökobauern Lohnarbeiter ausbeuten und Umwelt zerstören, um sich auf dem Markt zu behaupten. Die indische Ökofeministin Shiva wirbt seit Jahren zusammen mit Maria Mies vom wissenschaftlichen Beirat von ATTAC für eine Subsistenzökonomie, eine Wirtschaftsweise, in der Menschen nur das herstellen, was sie selbst verbrauchen. Den internationalen Handel wollen sie drastisch reduzieren und eigentlich zurück zu so einer Art ländlich-agrarischen Autarkie. Der Lebensstandard aller Menschen würde, das ist die logische Konsequenz aus ihren Vorstellungen, drastisch reduziert und konsequenterweise müsste sie auch angeben, dass die Erdbevölkerung drastisch schrumpfen müsste. Sinnvolle Formen der internationalen Arbeitsteilung würden rückgängig gemacht und die Entwicklung ökologisch angepasst, aber moderner Technik und Geräte wäre unmöglich. So ist es etwa völlig unsinnig, sowohl ökonomisch als auch ökologisch Fahrräder als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel auf lokaler Ebene herzustellen, weil dazu bestimmte Metalle und Kunststoffe notwendig sind, die man eben besser in überregionalen Zusammenhängen produziert. Nur also als Gegenbeispiel aus dem anarchistischen Spektrum, die Ökonomie, die der Schweizer Anarchist PM entwickelt in seinem Buch Kartoffel und Computer. Da gibt es so also eine Aufteilung und da würden bestimmte Produkte, wie die für Fahrräder notwendig sind, am sinnvollsten in dem kontinentalen Maßstab hergestellt. Also da sieht man, dass es auch innerhalb der anarchistischen Szene in Bezug auf Ökologie ganz unterschiedliche Ansätze gibt, diesen reaktionären Flügel, für den Shiva meiner Meinung nach steht, und Leute wie diesen PM, wo man sicher auch über einiges diskutieren kann, aber der zumindest eine einigermaßen realistische Vorstellung davon hat, wie man ökologisch sinnvoll bestimmte Produkte in der Gesellschaft jenseits des Kapitalismus herstellen könnte. Radikaler als diese Ökofeministen sind die sogenannten Biozentristen, etwa Earth First mit seinen rechtslibertären Wurzeln, sowie der Primitivismus, die sich beide in den 70er Jahren entwickelt haben. Ihre Perspektive ist die komplette Zerschlagung der modernen Gesellschaft und ein Zurück nicht bloß in vorindustrielle Zeiten, sondern ausdrücklich in die Zeit vor der neolithischen Revolution. Also weder Ackerbau noch Viehzucht oder Töpferei. Dieser Ansatz geht einher mit offen rassistischen Haltungen bei Earth First, sowie einem grundsätzlichen Antihumanismus, der darauf abzielt, die Zahl der Menschen auf diesem Planeten dramatisch zu reduzieren. Das ist jetzt mal die eine Linie, dieser individualistische Anarchismus, diese proudhonistischen Strömungen, diese radikal-ökologischen Strömungen. Was so ein bisschen ausgestorben zu sein scheint momentan, ist diese klassische terroristische Linie, die ja am Ende des 19. Jahrhunderts so stark war und bis heute so das öffentliche Bild des Bürgers vom Anarchisten mit prägt. Allenfalls in Ansätzen, etwa beim Unsichtbaren Komitee, finden sich noch solche Überlegungen, wobei selbst dieses Unsichtbare Komitee zwar die Aufstände in den Vorstädten verherrlicht und für die Bewaffnung eintritt, aber klarstellt, dass es einen erfolgreichen militärischen Aufstand so nicht mehr geben kann. Diese Phase des Terrorismus, aber auch diese Aufstandstaktik, diese bakunistische Aufstandstaktik, war schon am Ende des 19. und frühen 20. Jahrhunderts stark umstritten, wurde von manchen schwer kritisiert, etwa von Malatesta, diesem italienischen Anarchisten, der eigentlich seine ganze Jugend mit solchen Aufstandsversuchen in mehreren Ländern, auf mehreren Kontinenten verbracht hat und der dann zu dem Ergebnis gelangte, dass man damit eigentlich nicht weiterkommen kann und sich eher dafür ausgesprochen hat, in einer Kombination aus Sabotage, Generalstreiks, Fabrikbesetzungen plus Bewaffnungen zu versuchen, eine Revolution hinzukriegen. Bei Bakunin, der hinterließ auf einer Seite eine Menge antisemitischer Invektiven, vor allen Dingen gegen Marx, aber auch eine Fundgrube für antideutsche Parolen. Das Gros seiner Schriften besteht eigentlich aus Gebrauchsanweisungen für Geheimgesellschaften,
wolkiger und poetischer in der Sprache als Lenin sicher, entwickelt Bakunin meiner Ansicht nach nichtdestotrotz ein Avantgarde-Konzept. Der Geheimbund der Revolutionäre soll zwar nicht die Macht ausüben und keinen Zwang ausüben, sagt Bakunin, aber er soll das Volk agitieren, schulen und lenken. Ich finde, das verglichen mit einem solchen Geheimbund und seiner informellen Macht die Leninsche Kaderpartei samt Zentralkomitee und Politbüro geradezu ein Musterfall an Transparenz darstellt. Obendrein halte ich es für sehr bedenklich, aber das ist ja nun keine Spezialität von Bakunin, das findet sich auch in der marxistischen Tradition, existiert kein homogenes Volk, sondern verschiedene Klassen und Schichten, und sobald sich eine Ansammlung als ein Volk begreift, kann daraus leicht, zumal in Deutschland, ein nationaler Mob werden. Ganz klar ist, damit komme ich langsam zum Ende, ist, dass meine Sympathie dem sozialistischen Anarchismus gehört, dem Anarchokommunismus und Anarchosyndikalismus. Gleichwohl gibt es da eine Reihe von Punkten, über die man diskutieren muss und die, wie ich finde, sehr beispielhaft in diesem Black Flame Buch auch zu finden sind. Es wird euch nicht überraschen, dass mir die klare Abgrenzung der Autoren zum Individualanarchismus und zum Proudhonismus zusagt, dass ich auch die Einschätzung teile, dass der Anarchismus eine soziale, sozialistische Bewegung ist, die um 1860 im Kontext der Arbeiterbewegung und der Linken entstanden ist. Ob man allerdings, wie van der Waal und Schmidt fordern, dass man Stirner und Proudhon praktisch komplett aus der anarchistischen Tradition rausschmeißt, dass man die eigentlich gar nicht als Anarchisten bezeichnen kann. Gut, das lassen wir mal dahingestellt sein, das müssen, glaube ich, die Anarchisten selber ausdiskutieren. Etwas problematisch scheint mir, dass sie versuchen, so eine breite anarchistische Bewegung zu konstruieren, eine vor allen Dingen anarchosyndikalistische Bewegung, und dabei Gruppen einbeziehen, wie die Anhänger von Die Lyon, der sich für eine Wahlbeteiligung ausgesprochen hat, oder auch die berühmten Wobblies. Das finde ich ein bisschen problematisch, weil gerade diese Wobblies zumindest in ihrer Spätphase ganz stark auch beeinflusst waren von Rätekommunisten wie Paul Mattig, der in dem Programm von 1933, das er maßgeblich mitverfasst hat, der eine ziemlich eindeutig marxistische Positionierung vornimmt. Ausgeblendet wird von den beiden in ihrer Traditionsbildung auch, dass es beispielsweise in Italien und in Frankreich durchaus auch gewisse Minderheiten von Syndikalisten gab, die mit den Faschisten kooperiert haben und auch zum Faschismus übergegangen sind. Ich finde auch, dass man im Sinne einer offenen historischen Aufarbeitung schon auch einbeziehen muss, dass es inzwischen einige Studien über die CNT-Frei im spanischen Bürgerkrieg gibt, die durchaus kritisch sind, also sowohl was die Fragen der Fabrikarbeit, aber auch der Propaganda betrifft. Wie gesagt, es fällt bei Ihnen so etwas kritische Aspekte fallen da ziemlich unter den Tisch. Dann gibt es einige Punkte, die Wald und Schmidt als Markenzeichen des sozialistischen Anarchismus preisen und die ich ziemlich problematisch finde. Bezeichnenderweise handelt es sich um Punkte, bei denen es durchaus Übereinstimmungen unter den sogenannten feindlichen Brüdern Anarchismus und Marxismus gibt, insbesondere in Bezug auf Antiimperialismus, nationale Befreiung, Mission des Proletariats und politische Ökonomie. Bezeichnend ist, dass die beiden Autoren, wie leider auch viele andere Anarchisten, immer wieder nicht zwischen Marx und Marxismus unterscheiden. Marxismus als Dogmengebäude, das im Kontext der Zweiten Internationale entstanden ist, als Rechtfertigungsideologie von sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler, den sehr viele anarchistische Autoren machen. Selbst so ein profunder Denker wie Murray Bookchin war dazu kaum in der Lage, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass er in stalinistischen und trotzkistischen Gruppen politisch sozialisiert wurde.
Ergebnisse der sogenannten neuen Marx-Lektüre nehmen Anarchisten in der Regel auch nicht zur Kenntnis. Im Regelfall ist es so, dass Marx in diesem Stück den großen Schurken gibt, der Bakunin übel mitgespielt hat, und dass seine Theorie allenfalls durch die Brille von Lenin gelesen wird. So bestimmen die beiden in ihrem Werk auch einen sogenannten klassischen Marxismus, so eine Art Mischung aus Marx, Lenin und Kautsky. Den fundamentalen Unterschied zwischen Proudhon und Marx, der zwischen den beiden zum Bruch führte, begreifen sie überhaupt nicht. Die beiden unterstellen, beide hätten die gleiche Arbeitswertlehre verfochten. Dabei übernahm Proudhon die klassische Annahme, der Wert einer Ware sei durch die konkrete Arbeit bestimmt, die zu ihrer Herstellung aufgewendet wird. Und daraus werden dann die ganzen Ideen von gerechtem Lohn abgeleitet. Während Marx diese Annahme verwarf und stattdessen feststellte, der Tauschwert einer Ware sei durch die gesellschaftlich notwendige Durchschnittsarbeitszeit bestimmt und die Konkurrenz sorge dafür, dass der Tauschwert durch das zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendige Minimum an Arbeitszeit bestimmt wird. Dieser Tauschwert ist keine Eigenschaft wie Farbe oder Gewicht, sondern eine Größe, die erst auf dem Markt festgestellt und in Geld ausgedrückt wird. Wenn eine Ware keinen Käufer findet, ist sie wertlos. Diese Vorstellung, durch einen gerechten Lohn, durch eine Tauschbank oder eine Arbeitsbörse, das waren die Vorstellungen von Proudhon, ließe sich eine Marktwirtschaft ohne Krisen einrichten, gesellschaftliche Harmonie erzielen, verwarf Marx. Für Kapitalismus, für Marktwirtschaft sei Produktionsanarchie und Krise die Norm und sowohl die Quelle des Elends als auch Ursache des Fortschritts. Statt ökonomischer Analyse finden sich in den Schriften von manchen Anarchosyndikalisten, wie bei Leninisten und Globalisierungskritikern, so eine Art politische Dämonologie, wo die Konzernchefs irgendwelche Gruppen von Finanzmagnaten oder Banker an allen Übeln dieser Welt schuld sind. Eigentlich geht es durchaus zurück auf Lenin, der in seiner berühmten Imperialismusschrift schon 1916 behauptet, Zitat, der Kapitalismus ist so weit entwickelt, dass die Warenproduktion, obwohl sie nach wie vor herrscht und als Grundlage der Wirtschaft gilt, in Wirklichkeit bereits untergraben ist und die Hauptprofite den Genies der Finanzmachenschaften zufällt. Nicht umsonst geht es in dieser Schrift dann immer wieder um Parasitentum, Fäulnis und Wucher. Weitere Parallele findet sich in der Fetischisierung des Industriearbeiters als revolutionärem Subjekt. Das ist also was die beiden Autoren hier auch vertreten. Die beiden rechnen vor, dass die hochproduktiven Arbeiter in den kapitalistischen Zentren stärker ausgebeutet werden als ihre Klassengenossen in der Peripherie. Also sie lehnen alle diese Vorstellungen in Bezug auf eine Arbeiteraristokratie. Also ob es eine Arbeiteraristokratie gibt, noch Arbeiter, die materiell besser gestellt sind, was sich politisch in reformistischen Parteien ausdrückt, in der Kooperation mit Kapital, das lehnen sie ab, sowas gibt's nicht, sagen sie. Und es gäbe diese ökonomisch-materiell schon diese Arbeiteraristokratie nicht. Es gäbe bloß in den Zentren eine größere Mehrwertgesamtmasse, die es erlaube, Arbeitern in den Zentren höhere Löhne zu bezahlen. Deshalb von einer Arbeiteraristokratie zu sprechen, die vom Imperialismus profitiere, das halten die beiden für grundverkehrt und spalterisch. Also es kann ja sein, und das ist ja ein Argument, was deutsche Linke seit Jahrzehnten auch bemühen, dass ein deutscher Arbeiter im Verhältnis zu dem Reichtum, den er produziert, relativ stärker ausgebeutet wird als sein Klassengenosse in China. Es sind aber die chinesischen Arbeiter, die hauptsächlich streiken und revoltieren, weil ihre Löhne am Existenzminimum liegen, während der deutsche Arbeitsmann meistens zufrieden ist, dank eines Zuschlages, den Marx etwas vage historisch-kulturellen Umständen zugeschrieben hat. Dieses Gefälle erklärt, warum Kernbelegschaften exportorientierter deutscher Firmen sich ihren Bossen verbunden fühlen, statt gegen sie zu revoltieren, und warum die IG Metall etwa Rüstungsexporte unterstützt. Ich denke, dass das auch der Hintergrund ist für bestimmten Wohlstandschauvinismus, Standortnationalismus und Rassismus. Als durchaus rationale, auf den eigenen Vorteil bedachte Strategien und Haltungen
die sich gerade auch hierzulande in den Gewerkschaften finden. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum bei Umfragen in Deutschland gerade auch unter Gewerkschaftern, also die GB-Gewerkschaftern, ein relativ hoher Anteil von Mitgliedern mit faschistischen Einstellungen zu finden sind und warum in Österreich die FPÖ nach Stimmanteilen bei Wahlen längst die Partei der Arbeiterklasse ist. Insofern reicht es nicht aus, wie die beiden das machen, eine imaginäre Solidarität der Arbeiterklasse zu beschwören. Man muss diese Einstellungen, Rassismus, Antisemitismus, nicht verharmlosen als Sozialismus der dummen Kerls, wie August Bebel das genannt hat, sondern man muss sie ernst nehmen als subjektive Realität, als notwendig falsches Bewusstsein und man muss sie direkt angehen und bekämpfen. Dazu gehört auch eine konsequente Kritik an rechten Tendenzen innerhalb von linken Bewegungen. Ich komme zum Schluss zu den emanzipatorischen Aspekten des Anarchismus, insbesondere des sozialen Anarchismus, zählt für mich ein umfassenderes Verständnis von Herrschaft, als es Marx, aber auch der Marxismus aufbrachten. Es drückt sich aus in der grundsätzlichen Ablehnung von Hierarchien und Staat, von autoritären und bürokratischen Strukturen, auch innerhalb der Linken. Bakunin hat schon sehr früh vor den deformierenden Wirkungen des Parlamentsbetriebes gewarnt und es war Gustav Landauer, den ich in anderen Kontexten als Mystiker und Lebensreformer scharf kritisieren würde, der aber bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften kritisierte, ihnen vorhielt, dass sie eine gegängelte und obrigkeitshörige Arbeiterbewegung schaffen würden, die im Ernstfall weder einen Krieg verhindern, geschweige denn die Gesellschaft grundstürzend verändern könnten. Die Kritik, die solche Anarchisten formuliert haben, mag vielleicht jetzt unter theoretischen Gesichtspunkten etwas anspruchslos daherkommen, aber sie ist empirisch bestätigt. Im Gegensatz zu Wunschgebilden einer Linkspartei, die das Parlament frei nach Rosa Luxemburg bloß als Tribüne des Klassenkampfs nützen wollte und auch die Fundamentalopposition im parlamentarischen System, die Johannes Agnoli wenigstens als theoretische Möglichkeit konstruiert hat, hat sich in der Wirklichkeit als unerreichbares Ideal erwiesen. Von der historischen Sozialdemokratie über die kommunistischen Parteien des Westens bis zu den Grünen und den diversen Linksparteien nach der Epochenwende von 1990 endeten irgendwann alle als staatstragende Realpolitiker. Wichtig ist meiner Meinung nach auch die Kritik von Bakunin oder Rudolf Rocker am sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus und seinen Fortschrittsmythen als Ansatz einer grundsätzlich wissenschaftskritischen Haltung. Bakunin war der Erste, der das autoritäre Potenzial einer solchen Wissenschaftshuberei erkannt hat. Es war Peter Kropotkin, der am Ende des 19. Jahrhunderts als einer der wenigen sehr umfassend Darwinismus und Sozialdarwinismus kritisiert hat. Während viele Marxisten versucht haben, diese Ideologien zu integrieren, manche auch mit ihren ganz gefährlichen eugenisch-rassenhygienischen Konsequenzen. Es war Mary Bookchin in den USA, der seit den 50er Jahren, als nahezu die gesamte sonstige Linke den Produktivitätsfetischismus huldigte, ökologische Zerstörungen analysiert hat, weil der Kapitalismus eben nicht bloß produktiv, sondern auch destruktiv Kräfte entwickelt hat. Also alles das durchaus Vorzüge. Es gibt andere Sachen, die weniger gut sind. Bookchin hat in einem manchmal antimarxistischen Furor auch immer gemeint, er müsste, wenn er über Hierarchien, über die Entstehung von Patriarchat, Staat und Klassen nachsinnt, jegliche ökonomische Begründung abweisen, um nur ja nicht irgendwie materialistisch-marxistisch zu argumentieren. Er neigte dazu, ähnlich wie Kropotkin, Freiheit und Gleichheit als Produkte der Evolution zu biologisieren, aber immerhin gehört er auch zu denjenigen, die in den USA die rassistische Soziobiologie sowie esoterische und ökofaschistische Strömungen immer scharf kritisiert und bekämpft hat. Bookchin gehört auch zu den wenigen Anarchisten und auch zu den ersten, die Proudhon als das bezeichnet haben, was er war, nämlich ein provinzieller Spießer und Antisemit. Eine von Bookchins Schwächen war sicher auch die Idealisierung vorindustrieller Gesellschaften und kommunaler Institutionen, so ähnlich wie Kropotkin, der auch schon mittelalterliche Kommunen, Zünfte und so weiter als
positive Beispiele für gegenseitige Hilfe hingestellt hat. Aber im Unterschied zu den Schwärmern von Occupy haben Leute wie Bookchin nie übersehen, dass Versammlungen als Institution einer direkten Demokratie durch die sozialen Interessen und die ideologische Orientierung ihrer Teilnehmer bestimmt sind. Ja, ich habe eingangs von einem Neuanfang der radikalen Linken gesprochen, der meiner Meinung nach notwendig ist. Dafür gibt es keine Auszeit, das heißt, es muss in Raum und Zeit stattfinden. Insofern scheint mir diese Losung, fragend schreiten wir voran, die die Zapatisten da geprägt haben, durchaus ein gutes Motto zu sein. Das große Defizit auch bei den Zapatisten ist die ökonomische Analyse, die ähnlich oberflächlich ist wie üblich bei den Globalisierungskritikern, auch der Bezug auf den Nationalstaat. Ich halte mit Marx daran fest, dass es die ökonomischen Verhältnisse sind, die ausschlaggebend sind, dass jede Gesellschaft durch eine bestimmte Produktionsweise gekennzeichnet ist, und das ist in der Gegenwart der Kapitalismus, die postanarchistische Beliebigkeit von Herrschaftsverhältnissen, die nebeneinander irgendwie bestehen, ist meiner Meinung nach Denkfaulheit, führt in die Irre, analytisch und praktisch. Das beste Handwerkszeug zum Verständnis unserer Gesellschaft ist meiner Meinung nach die Marxische Kritik der politischen Ökonomie, auch wenn das Werk ein Tor so geblieben ist, an manchen Stellen widersprüchlich, an einigen Stellen überholt und auch umstritten. Aufpassen muss man, weil politisches Handeln eben nicht in Ökonomie aufgeht, nicht einfach ableitbar ist. Was Anarchisten zur Analyse von Ökonomie beigetragen haben, können wir größtenteils vergessen. Entweder waren sie so schlau wie Bakunin und manche Anarchosyndikalisten wie Rudolf Rocker, die sich ausdrücklich oder implizit auf Marx bezogen haben, oder sie gerieten ganz schnell in die Tradition individualistischer oder lebensreformerischer Ansätze, so wie Proudhon und Landauer, die den Kapitalismus nicht als Struktur begriffen haben und mit der Verkürzung auf Zins und Monopol kleinbürgerlichen Vorstellungen aufgesessen sind und eigentlich damit auch Anschlusspunkte für reaktionäre bis faschistische Tendenzen geliefert haben. Aber neben dieser an Marx orientierten Kritik der politischen Ökonomie denke ich, dass der zweite Grundpfeiler einer solchen radikalen Linken, das anarchistische Beharren auf Basisdemokratie, Selbstorganisation und direkter Aktion ist. Sämtliche historischen Warnungen von Anarchisten, die inzwischen über 150 Jahre alt sind, haben sich meiner Meinung nach erfüllt. Weder der Marsch durch die Institutionen noch deren militante Eroberungen führten zur Emanzipation. Das ist das, was die Anarchisten immer, wovor sie immer gewarnt haben, genau das ist eingetreten, sondern zur Bürokratisierung und zu neuen Diktaturen. Bewahrheitet hat sich auch, dass Weg und Ziel identisch sein müssen, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt, wie die anarchistische Allianz bereits 1872 feststellt, dass also eine freie Gesellschaft nicht durch die Diktatur einer Elite erreicht werden kann, dass man mit autoritären Methoden keine freie Gesellschaft schaffen kann. Schlusspunkt. Meiner Meinung nach sollten wir versuchen, aus sämtlichen Strömungen das Beste zu übernehmen, linke Geschichte aufzuarbeiten, Aufarbeitung von theoretischen Ansätzen, von Praxis. Man muss den historischen Kontext herausarbeiten, Schwächen und Stärken analysieren und herausfiltern, was für uns heute noch brauchbar ist. Und man muss daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen. Das heißt, in der marxistischen Tradition eine ganz klare Trennung und Distanzierung von allen autoritären Strömungen. Das heißt, bei den Anarchisten eine klare Trennung von stirnerschen und proudhonistischen Richtungen. Marxisten hatten ja noch nie große Probleme, aufeinander einzudreschen, wenn es um solche ideologischen Fragen ging. In diesem Punkt haben die Anarchisten zumindest in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf. Und in diesem Sinn wünsche ich uns eine spannende Diskussion. Danke für eure Aufmerksamkeit.